Guten Abend, willkommen an Bord dieses Schiffes. Ja, bevor wir losfahren, zuerst mal möchte ich die an unseren Kapitän vorstellen, eine schöne, hübsche, blonde Dame, und zwar die Marianne. Da kommen ja ungefähr so 180 Kreuzfahrtschiffe nach Amsterdam pro Jahr. Das ist mehr als zweimal so viel wie nach Rotterdam. Nachteil Amsterdam ist, dass Amsterdam keine offene Verbindung hat mit der Nordsee. Man muss ja zuerst durch die Schleusen. Und das dauert natürlich und das kostet auch Geld. Links Amsterdam Zentrum, rechts Amsterdam Nord. Die beiden Ufer sind verbunden mittels zwei Brücken. Aber diese Brücken dürfen ja nicht benutzt werden von Fußgängern und Radfahrern. Deshalb hat man speziell für die Fußgänger und Radfahrer hat man Fähre, die beiden Ufer miteinander verbinden. Nach der nächsten Brücke biegen wir ab nach links und wir fahren dann direkt in der Altstadt von Amsterdam herein. Da links. Das moderne Gebäude daneben an, das ist der Eingang. Ja, das Anne Frank-Haus, drei Stockwerke, wird natürlich von 1,5 Millionen Personen pro Jahr besucht. Ja. Wie gesagt, Anne und die Familie Frank kamen ja nach Amsterdam und die haben dann in Amsterdam Süd gewohnt, aber trotzdem haben die Nazis haben die eigentlich gefunden und hat die Familie Frank sich versteckt in das Haus, wo Vater Frank gearbeitet hat, im Hinterhaus. Ja, und Amsterdam? Bekannt über die ganze Welt. Millionen von Touristen kommen nach Amsterdam. Und dann gucken Sie mal da nach links. Ja, für mich links. Und das zeige ich Ihnen, welche Häuser das Hotel dazu gekauft hat. Da, wo die Dame im Fenster steht, das Haus 315 hat das Hotel gekauft. 317, das Weiße. 319, 321, dann kommt das, den Eingang vom Hotel. 323 gehört auch zum Hotel. Dann 325. Ist ja wieder von das Hotel gekauft worden. 327 genauso und 329. Die sehen ja alle aus wie Privatwohnungen. Nein, sind heutzutage Hotelzimmer. Wie teuer? 400 Euro pro Nacht. Ohne Frühstück. Und das ist absolut noch nicht das teuerste Hotel von Amsterdam. Ja, und wir brauchen die Zimmer. Wir haben ja nur in Amsterdam, ich glaube, 59.000 Hotelbetten und das ist absolut noch nicht genug. Hier, zwischendurch, da links sehen Sie so ein Beispiel von einem modernes Haus zwischen die 17. Jahrhunderthäuser. Da hat ein 17. Jahrhunderthaus gestanden, ist ja umgefallen. Hat man weggeräumt, ja, da muss man etwas Neues bauen. Und dann hat man gleich gebaut aus der Zeit, dass das Haus umgefallen ist. Ein bisschen modern. Und so ist es, wie gesagt, so ungefähr 5%, vielleicht noch etwas weniger, an modernen Gebäuden, hier, wo das Licht brennt, genauso. Auch ein modernes Haus. Das heißt Gebäude eigentlich, das ist kein Wohnhaus. Die Fahrrad für Amsterdam ist Nummer 1. Die stehen ja auch überall herum. Da kommt schon das nächste Boot, die Peilung steht. 60 cm Schlamm
60 cm Wasser, da haben wir noch 50 cm übrig. Was kann das sein? So, Schlamm, Wasser und? Müll. Fahrräder, ja, stimmt. Zweimal pro Jahr werden die Schlachten hier sauber gemacht. Da fischt man über 1000 Fahrräder aus den Krachten heraus. Die werden zu einer bestimmten Stelle gebracht, außerhalb Amsterdam. Da werden wir heute Abend noch vorbeifahren und zurückfahren nach Rotterdam. Hoffentlich ist er beleuchtet heute Abend. Da werden Sie all diese Fahrräder dort sehen. Und dort werden die Fahrräder sauber gemacht, repariert und gehört dann der Stadt Amsterdam. Und jeder, der ein Fahrrad haben will, kann dort eine kaufen. Diese Häuser hier links und rechts sind viel vornehmer wie die Häuser an den anderen Grachten. Hier haben keine Arbeiter gewohnt, hier waren keine Lagerhäuser, hier haben die reichen Handelsleute gewohnt. Hier hat man keine Güter gelagert. Gucken Sie sich die Häuser mal an, die sind sehr breit. Man musste früher über die Breite des Hauses Steuer bezahlen. Die Arbeiter konnten das nicht bezahlen. Jetzt haben die Arbeiter alles schmale Häuser gehabt. Aber hier die Leute hatten ja Geld genug. Alles breite Häuser. Und fast alle Häuser haben eine Treppe vor der Tür. Oberhalb die Treppe sehen Sie eine große Tür. Da war der Zugang zum Haus. Da ging die Familie rein. Und dieses Haus wird benutzt durch die Deutsche Bahn, der Deutsche Bank, um die reichen Kunden in Westeuropa zu betreuen. Die werden ja betreut von Amsterdam aus. Die werden ja empfangen hier in das Haus von Deutsche Bank, hier an den Herrengracht in Amsterdam. Vor einigen Monaten ist ein Haus hier verkauft worden für 16 Millionen Euro. Schon nur den Unterhalt pro Jahr. Das ist, kostet ja 200.000-300.000 Euro. Hier rechts. Und da wohnt unsere Bürgermeisterin mit ihrer Familie. Die ersten zwei Stockwerke werden benutzt als Büro und die oberen Stockwerke, da wohnt sie mit ihrem Mann und ich glaube drei Kinder. Eigene Anliegestelle, ist sie zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Wie kann ich das sehen? Ihr Fahrrad steht vor der Tür. Das ist wirklich wahr. Sie fährt auch auf dem Fahrrad hier rum. Wie gesagt, es geht am schnellsten durch das Verkehr von Amsterdam. Und sonst sehen Sie ja fast dunkle Fenster, keine da. Hier wird ja nur gearbeitet. Fast keine Fahrräder da. Hier am Tag stehen die Fahrräder, auch hier rum. Weil dann wird hier gearbeitet. Viele Tausende von Leuten arbeiten hier. Die Leute haben dann im 11. Jahrhundert einen Damm gebaut in den Amstelfluss. Und auf den Damm hat man einige Häuser gebaut. Und diese Häuser wurden eine Siedlung, die magere Brücke, ganz gebaut aus Holz. Früher durfte man noch mit einem Auto rüber, heutzutage nicht mehr. Der Brücke ist gebaut worden Ende 16. Jahrhundert, ganz aus Holz. Und heutzutage nur Fußgänger und Radfahrer dürfen über diese Brücke. Die magere Brücke, die werden unter die Brücke durchfahren. Rechts heißt es Prinzengracht. Hier heißt es Kirchstraße. Da heißt es Neue Kirchstraße. So, jetzt müssen Sie sich küssen. Wenn Sie sich lieben, verheiratet sind, befreundet sind, ohne einander mehr. Deswegen Glück, meine Damen und Herren. Da sehen Sie noch ein schönes Gebäude. Das ist ein Theater. Und das Theater heißt, und das steht oben drauf in roten Buchstaben, Carré. Und das heißt, Carré heißt viereckig. Und das Theater Carré hat eine super Akustik. Und das Theater Carré ist entstanden schon 1889. Und da gleich rechts in der Ferne, da sehen Sie ein Gebäude auch beleuchtet, da rechts. Das ist das Amstelhotel, das teuerste Hotel von Amsterdam. 5-Sterne-Plus-Hotel. So, wenn Sie sich nicht geküsst haben, dann können Sie das nochmal machen.
Es ist ein Schild dran, da steht Türkop. Und Türkop heißt zu verkaufen. Hier rechts, das ist ein Schweizer Wohnschiff. Was will der Besitzer dafür haben? 1,6 Millionen. Kriegt er nicht. Aber er bekommt bestimmt die Hälfte. So 800.000 Euro. Ja, und dann jetzt. Wir haben geredet über Holzpfählen, Betonpfählen, in den Boden gerammt, Häuser drauf gebaut und so weiter und so weiter. Dass auch trotzdem diese Holzpfählen, dass viele Häuser anfangen zu lehnen. Da gucken Sie mal nach den Häuschen, da kommt eine Seitenstraße. Das dritte Haus lehnt nach hinten und ein bisschen nach rechts. Das vierte Haus, das lehnt nach rechts und rückwärts. Das fünfte Haus, ein Hotel, das lehnt vorwärts und nach rechts. Das sechste Haus lehnt rückwärts und auch nach rechts. Diese sechs Häuser nennen wir die tanzende Häuschen von Amsterdam. Ja? Und es kann ja sein, die werden ja täglich, fast täglich beobachtet. Ja? Es kann ja sogar sein, dass innerhalb von 10 Jahren eine dieser Häuschen umfällt. Aber zuerst fahren wir dann hier zum Beispiel rechts an Hotel de l'Europe vorbei. Ein ganz tolles Hotel, eine schöne Terrasse direkt am Wasser. Ja, da sitzen ja am Tag, wenn das Wetter schön ist, hunderte von Leuten. Und das Hotel gehört den Heineken Bierbrauerei. Wie ist das denn so gekommen? Ja, der Frau von Freddy Heineken hat hier mal gesessen und ist dann nachts und abends nach Hause gekommen und hat gesagt, Freddy, jetzt habe ich das so tolles Hotel gesehen, Hotel de l'Europe. Und hat Freddy gesagt, ich kaufe es dir. Und sein Name steht noch immer hier drauf. Kurz bevor wir unter der Brücke durchfahren, gucken Sie mal nach rechts. Da sehen Sie bei der Haupteingang seinen Namen Freddy in grünen Buchstaben. Freddy Heineken, Besitzer von dieser, da steht es, da rechts. Sehen Sie? Freddy's. Heineken. Besitz von Heineken Bierbrauerei. Wo Amsterdam angefangen hat. Diese Damm im Amstelfluss, Amstel-Rüdam, da müssen wir rechts abbiegen. Und das wird eng. Ja, ganz schmal. Sie wissen, wir haben ein großes Schiff, ein langes Schiff. So es kann sein, dass Marianne mit diesem langen Schiff gegen die Seite stößt. Haben Sie keine Angst, wird ja nichts passieren. Aber wie gesagt, es ist hier ganz schmal. Ja, wir müssen ja ganz vorsichtig sein. Und wir fahren dann direkt in das älteste Teil von Amsterdam herein. Und dann biegen wir zuerst rechts ab, dann biegen wir nochmal links ab. Und dann fahren wir ein Stückchen weiter. Und dann habe ich noch eine Überraschung für Sie. Jetzt erwähne ich es noch nicht. Ich erwähne es, wenn wir da sind. So, da müssen wir durch. Und die schmale Brücke durch. Und gucken Sie mal hier links um. Da gibt es eine Terrasse, nur für 2 Personen. Hier links oben. Hier, wo das liegt, wenn. Wenn nur 2 Personen sitzen. Wasserseite. Nur besetzt von 2 Personen. Das Wetter ist natürlich nicht so gut. So, und wir fahren immer weiter in der Altstadt herein. So, dann gleich biegen wir hier nach links ab, unter die Brücke durch. Wie gesagt, ganz eng. Und keine Angst. Das ist ein Spiegel einziehen. Das ist nicht schon mal vorne.
Also, so macht man das. Super gemacht, Mariana. Dankeschön. Ja, und jetzt befinden wir uns in einem Kanal, wo sich zum Beispiel, Sie haben das neue Rathaus gesehen. Das ist ein ganz moderne Gebäude am Amstelfluss. Ne? Wir werden jetzt gleich an das alte Rathaus vorbeifahren. Das wurde zu klein. Ja, der Stadt Amsterdam ist dann ausgezogen, hat neu gebaut und sie sind dort eingezogen. Wir stehen aus drei Grachten nebeneinander. Wir benutzen den mittleren Gracht, weil wir dürfen die anderen beiden nicht benutzen. Und an die beiden anderen, dort befinden sich die meisten Fenster, wo die Damen arbeiten. Aber trotzdem werden wir von hier aus auch einige Fenster sehen. Und nicht nur die Fenster für diese Damen, aber auch Coffeeshops. Bemerken Sie, dass Sie immer wieder mehr Leute sehen. Ja? Links und rechts. Coffeeshops. Coffeeshop. Coffeeshop. Alles Coffeeshops. Sie wissen, was ein Coffeeshop bedeutet, ne? In Amsterdam. Kein Kaffee trinken, ja, das kann man auch da. Gibt's kein Bier. Aber Drogen. Ja? Ich komme darauf zurück, wenn wir unsere Fahrt machen, zurück nach Rotterdam. Immer mehr Leute laufen hier rum. Am Wochenende, Samstag, Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend, können sie hier über die Köpfe laufen. Ist das nicht gefährlich hier in dieser Gegend? Nein, absolut nicht. Alles hier, gucken Sie mal die Leute. Kein Problem. Da gucken Sie mal in die kleine Seitengasse herein, da sehen Sie die roten Lichter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Fenster nebeneinander. Und hier auch in dieser Seitengasse, links, alles Fenster, wo die Damen arbeiten. Gucken Sie mal hier nach rechts. Da im ersten Stock, oberhalb dieser Treppe, ein Fenster mit Rotlicht. Da ist eine Dame da. Ja, da steht eine Dame, da rechts, im ersten Stock. Sehen Sie das da? Da sehen Sie? Das älteste Gebäude von Amsterdam, hier, der alte Kirche von Amsterdam. Um die Kirche herum befinden sich 32 Rotlichtfenster. Gucken Sie da mal vor. Da alles, Rotlichtfenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja? Um die Kirche herum. Die alte Kirche am alten Kircheplatz. Rotlichtviertel von Amsterdam. Einer der drei Rotlichtviertel, die wir haben. Hier sind die drei Schachten nebeneinander. Hier in dieser Gegend arbeiten so ungefähr 350 Damen. War das eine schöne Überraschung? Ja, nicht, meine Herren? Die Damen, ja, die lachen nur. Und die Herren gucken. Ja? Amsterdam ist bekannt um sein Rotlichtviertel und um Drogen. So geht das in Amsterdam. Das hat man früher zum Beispiel auch gemacht. Man hat mit kleinen Bötchen die Güter aus den Lagerhäusern geholt. Damit hat Amsterdam unheimlich viel Geld verdient. So, Sie müssen sich vorstellen, das sind kleine Bötchen. Heutzutage, wenn Sie dort kommen, ist es kein offenes Wasser mehr. Das ist gebaut. Und waren Sie mal in Venedig? Das sieht ja aus wie Venedig hier. Der Eingang vom Haus hier, von den Häusern, liegt direkt hier am Wasser. Alles Fahrräder. Überall Fahrräder, Fahrräder und Fahrräder. Und dann plötzlich, da links vor uns, ein schwimmendes
chinesisch-indonesisches Restaurant. Das kennen wir. Das hat man, das Ding dann hat eine Geschichte, das Ding hat man hierher geschleppt vor 20 Jahren vielleicht. Dann hat man das da hingelegt und dann hat man, so ungefähr, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, mal 500 Leute eingeladen zum Essen auf dem Schiff und ist das Ding fast gesunken. Ja, warum? Weil 500 Holländer wegen natürlich viel mehr wie 500 Chinesen. Dann hat man die Zahl zurückgebracht bis auf zum Beispiel 300. Und jetzt ist das einer der beste chinesisch-indonesisches Restaurant. Ein verschwimmendes Restaurant hier in Amsterdam. Insgesamt hat Amsterdam ungefähr 100 indonesische Restaurants. Warum? Indonesien war unser letzter, Kolonie. Das war holländisch. Da haben die Leute den Wahl bekommen, entweder sie dürfen in die Niederlande wohnen, entweder da bleiben sie hier in Indonesien. Viele haben dafür gewählt, um hierher zu kommen. Und die meisten davon haben ein indonesisches Restaurant angefangen. So, wir haben über 100 chinesische Restaurants hier in Amsterdam. Das heißt dann auch, dass fast jeder Amsterdam einmal der Woche chinesisch isst. So, wir lassen der Stadt Amsterdam hinter uns und fahren dann wieder zu der Stelle, wo ich angefangen habe.